Seit 2006 kamen ca. 60.000 Afrikaner auf beschwerlichen Wegen durch die Sinai-Wüste nach Israel, auf der Flucht vor Armut, Verfolgung, ethnischer Säuberung und Völkermord. Da die Flüchtlingslager überall in Afrika voll sind und Europa Asylsuchende aussperrt, wurde Israel die nächstbeste Option. Es ist über Land zu erreichen und gilt als eine entwickelte Demokratie. Aber statt den Flüchtlingen Asyl zu gewähren, verweigert Israel ihnen beides: Unterstützung und das Recht auf legale Arbeit, um sich selbst zu ernähren. Konfrontiert mit Armut und Ausbeutung erleben sie einen neuen Albtraum. Es ist nicht zu spät. Wir können morgen aktiv werden. Fangt an, die Eindringlinge zusammenzutreiben. Wir brauchen nicht auf das oberste Gericht zu warten. Wir brauchen auf gar nichts zu warten. Treibt sie morgen früh zusammen. Vor meinem Haus sehe ich Scheiße, Spucke und Psychopathen, die nur darauf warten, mich umzubringen. Man kann das in ihren Augen sehen, aber keiner glaubt uns. Du bist eine Rassistin. Wir sind Rassisten, weil wir unser Leben und unseren Verstand bewahren wollen. Deshalb bin ich stolz, eine Rassistin zu sein. Und es ist unser Recht, rassistisch zu sein. Wenn ich rassistisch bin, um mein Leben zu bewahren, dann bin ich stolz darauf. Während Proteste gegen die Anwesenheit von Asylsuchenden aus Afrika auf der Straße wüteten, forderte der Mann, der die Macht hat, über ihr Schicksal zu entscheiden, der stellvertretende Ministerpräsident Eli Ishai, ihre Vertreibung. Wenn Sie mir alle Mittel geben, und ich werde versuchen, alle Mittel zu bekommen, und es ist nicht einfach, wenn Sie mir alle Mittel geben, ohne Ausnahme, dann wird in weniger als einem Jahr kein einziger Eindringling mehr im Staate Israel sein. Die wenigen isolierten Israelis, die den Mut haben zu protestieren, stoßen auf scharfe Reaktionen. Bei den anti-afrikanischen Demonstrationen, die wir dokumentiert haben, war eine Person allgegenwärtig, Michael Ben-Ari, Mitglied der Knesset. Im August 2010 führten wir mit ihm ein Interview in seinem Knesset-Büro. Die haben dort ihr Zuhause. Wie können Sie das Vertreibung nennen? Sie gehen nach Hause. Jedes zivilisierte Land der Welt würde das Gleiche tun. Wir verwandeln uns in ein Land von Immigranten. Aber da gibt es solche, die dem Staat gegenüber feindlich sind. Deswegen wollen sie ihn in einen Staat für Menschen aus der ganzen Welt verwandeln. Lassen wir 1 Million Afrikaner hier rein, 500.000 Filipinos, 2 oder 3 Millionen Chinesen, dann ist das das Ende von Israel. Warum wäre 1 Million Afrikaner eine Bedrohung? Das wäre eine Bedrohung, weil es dann kein jüdischer Staat mehr wäre. Unser Staat, hören Sie, unser Land unterscheidet sich von allen anderen Ländern. Unser Land ist ein jüdischer Staat, ein jüdischer und demokratischer Staat. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht und manchmal widerspricht sich das. Wenn du 1 Million Afrikaner hier reinbringst, dann wird er nicht mehr jüdisch sein. Wir führen einen Krieg gegen das Phänomen der Assimilierung. In manchen Regionen der Welt gibt es eine Assimilationsrate von 70-80%. Das würde bedeuten, dass es Israel bald nicht mehr gibt. Mir liegt Israel am Herzen. Ben-Ari ist dafür bekannt, dass er nationalistische Demonstrationen anführt durch arabische Viertel in Israel, bei denen er arabische Bürger beleidigt, einschüchtert und bedroht. Am Chanukka-Fest 2012 führte Ben-Ari eine Kundgebung im Lewinsky-Park an, einem öffentlichen Areal im Süden Tel Avivs, der für viele Afrikaner Anlaufstelle geworden ist, die keine Arbeitserlaubnis erhalten und sich keine Wohnung leisten können. Wir werden allen Heuchlern hier sagen, ihr wollt Afrikanern helfen, dann geht nach Afrika. Ihr wollt ihnen Essen geben, dann gebt ihnen Essen in Afrika. Dies ist der einzige jüdische Staat, den wir haben. Im Mai 2012 bei einer anti-afrikanischen Kundgebung in Tel Aviv, an der Tausende teilgenommen haben, traten neben Ben-Ari auch Abgeordnete der regierenden Likud-Partei und andere Mainstream-Politiker auf. Dies ist nicht Eritrea oder Sudan, dies ist unsere Heimat, unser Land. Ja.
Aber das Wichtigste ist, die Eindringlinge aus Israel zu vertreiben und Israel als jüdischen Staat zu schützen. Freunde, heute habe ich in der Knesset gesagt, dass die Sudanesen ein Krebsgeschwür in unserem Körper sind. Einige Minuten nach der Kundgebung randalierten tausende Israelis, griffen Wohnungen und Läden der Afrikaner an und beschimpften jeden Afrikaner, den sie auf der Straße fanden. Hier sind Filmszenen aufgenommen von einem Teilnehmer der Ausschreitung, einem Unterstützer von Michael Ben-Ari. Wenige Tage später forderte die damalige Abgeordnete der zentralistischen Oppositionspartei Kadima, Julia Schmeloff-Berkowitz, jene Israelis, die Afrikaner unterstützen, zusammen mit den Asylsuchenden in ein Gefangenenlager einzusperren. Ich würde die Israelis, die den Afrikanern helfen, in die gleichen Lager schicken, die wir jetzt für Afrikaner bauen. Lasst sie dort arbeiten. Der israelischen Koalition gegen Rassismus zufolge haben sich die Vorfälle rassistischer Aufwiegelung durch Personen des öffentlichen Lebens im Jahr 2012 verdoppelt. In vielen Fällen waren die Opfer ihrer hasserfüllten Hetze nicht Palästinenser, sondern afrikanische Migranten. Unter jenen, die sich besonders gegen die Anwesenheit der Afrikaner in Israel wenden, sind Hunderte von staatlich ernannten Rabbinern, einschließlich einiger Vertreter der obersten religiösen Autoritäten Israels, die einen Erlass herausgaben, der Juden verbietet, afrikanischen Asylsuchenden Wohnungen zu vermieten, wie auch allen anderen Nichtjuden. Hier ist ein Rabbiner, den wir filmten, einer von vielen, der sich für den religiösen Erlass einsetzte. Wir haben hier eine Bewegung gestartet, um die Menschen davon zu überzeugen, keine Wohnungen an sie zu vermieten. Wir haben in unterschiedlicher Weise auf die Leute Druck ausgeübt, mit Leuten in unserer Gemeinde gesprochen, Patrouillen durchgeführt, um es ihnen schwer zu machen. Obwohl sie als existenzielle Bedrohung dargestellt werden, Tatsache ist, dass Afrikaner die Sicherheit des Landes nicht bedrohen. Keiner von ihnen war in terroristische Aktivitäten gegen Israel involviert und wenn überhaupt, dann haben nur ganz wenige eine anti-israelische Einstellung. Die meisten möchten zum Wohlergehen und Wohlstand des Landes beitragen. Warum werden sie demonisiert? Warum ist die Regierung so entschlossen, sie zu deportieren? Premierminister Benjamin Netanyahu warnte schon früher, falls der Bevölkerungsanteil der arabischen Bürger Israels über 30% steigen sollte, dann könnte Israel ein binationaler Staat werden und damit seinen jüdischen Charakter verlieren. Er warnte, dass mit der Anwesenheit von Zehntausenden afrikanischer Migranten, die 2010 in Israel lebten, die Gefahr noch größer werde, dass der Staat seinen jüdischen Charakter verliert. Wir konnten die Einreise von Eindringlingen aus Afrika stoppen, als wir mit der Einreise von Hunderttausenden bedroht waren. In diesem Monat konnte kein einziger neuer Eindringling in eine israelische Stadt kommen. Seit einigen Monaten konnten wir dieses Ergebnis erzielen. In diesem Monat werden wir den Bau eines Zaunes entlang der Sinai-Grenze fertigstellen. Und nun kommen wir zur zweiten Phase, der Phase der Zurückführung jener Eindringlinge, die schon hier sind. Die israelische Knesset hat bereits das Anti-Infiltrationsgesetz geändert, das sie 1954 verabschiedet hatte, um palästinensische Flüchtlinge daran zu hindern, auf ihr Land zurückzukehren. Unter der neuen Version des Gesetzes können nicht-jüdische Migranten ohne Anlass verhaftet werden und ohne Gerichtsverfahren 3 Jahre und länger ins Gefängnis kommen, bevor sie deportiert werden. Um die Migranten und Asylsuchenden bis zu ihrer Deportation gefangen zu halten, errichtet Israel ein Lager in der Negev-Wüste. Baupläne machen deutlich, dass dies das größte Gefängnis seiner Art aller Industrienationen sein wird. Zurzeit darben in diesem Gefangenenlager 2000 Afrikaner unter Bedingungen, die Menschenrechtsgruppen als unzulänglich beschreiben. Diese Bilder, die wir außerhalb des Gefängnisses machten, zeigen seine Ausdehnung. Ein Gesamteindruck in das Innere des Gefängnisses wurde der Öffentlichkeit bis heute vorenthalten. Bis die israelische Regierung die Krise lösen kann, wird das Chaos auf den Straßen weitergehen. Am letzten Neujahrsabend folgten wir dem Mob der Ultranationalisten auf ihrem Weg durch das südliche Tel Aviv, wo sie die Vertreibung der nichtjüdischen Afrikaner forderten. Nach ihrem Marsch versammelten sich die Ultranationalisten im Hauptquartier von Michael Ben-Aris Partei Starkes Israel und da hatte man uns als linke Journalisten erkannt.
Das ist er. Wir müssen seine Kamera blockieren. Wir müssen uns an sein Aussehen erinnern. Denn manchmal sehen die sich bei den Protesten alle ähnlich. Wer ist er? Er ist von der radikalen Linken. Er ist von der radikalen Linken? Warum steht er da wie ein Idiot? Eigentlich ist er fertig mit Filmen. Warum stehst du da wie ein Idiot mit deinem schwachsinnigen Gesicht?